Den meisten Menschen ist nicht ganz klar, dass irgendjemand, wenn ein Angehöriger gestorben ist, die Schweinerei wegmachen muss. Da komme ich ins Spiel. In deinem Büro wartet jemand auf dich. Erinnern Sie sich an mich? Sie waren am Wochenende bei mir zu Hause. Am Tag nach dem Verschwinden meines Mannes klingelt jemand von einem Tatortreinigungsservice bei mir und sagt, er hatte in meinem Haus etwas zu erledigen. Wieso haben Sie der Polizei nichts von mir erzählt? Ich traue der Polizei. Theoretisch handelt es sich um eine Vermisstenmeldung. Aber ich bin bei der Mordkommission, Mann. Schön, dass es dir gut geht. Die Forensiker haben gestern das Norcott-Haus durchsucht. Nicht einen Tropfen Blut. Was sie allerdings gefunden haben, waren Reinigungsmittel. Und zwar eine Menge. Gibt es Hinweise? Das ist nicht mein Fall. Ist nicht meine Abteilung. Es geht nur um uns. Diese Liste sollte ihn vor dem Gefängnis bewahren. Ein Kontoführungsbuch, aber er hat einen Code benutzt. Ich war früher mal Police Officer. Ich weiß, wer Sie sind, Tom. Was ist, wenn sie morgen auf dich schießen, wenn du gar nicht mehr nach Hause kommst? Das wird nicht passieren. Tom, bitte seien Sie doch nicht so naiv. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Ich will aber keine Geheimnisse mehr haben. Partner, folgen dem Plan. Ich hab dir gesagt, halt die Füße still. Du hast ein Buch, wofür die halbe Stadt dich umbringen würde. Verschwinde einfach, Tom, vergiss es! Was ist los mit dir? Hast du den Verstand verloren? Wer wird deinen Dreck aufwischen?